So, wieder da, bei Let's Play Spellforce, hier auf Dawn. Stein Micro. Hier. Und jetzt können wir auch unsere neue Zwergenarbeiterrune einsetzen. Und wird gucken, was das, dieses komische Schwert, der jetzt hat. Kann das überhaupt tragen, das Schwert? Ein Schwert ist das? Nein. Auch nicht. Ist hier dabei? Kriegshammer? Nein. Weiße? Hier ist es, Sehenschwert. Kleine Klingenwaffen 7. Was habe ich doch gar nicht? Kann ich nicht tragen, das Schwert dann? Das ist wirklich unnütz irgendwie. Mal gucken, kann es irgendeiner von meinen anderen? Nee. Na super. Ich finde, hast du irgendwas für mich, was ich gebrauchen könnte? Ja, Kriegerbär. Das ist ein Ferren, Stufe 17. Na, was kostet ein Bär so? 34 Gold, das habe ich gerade noch so. Kriegerkord. Ja, ich glaube, der wird nichts mehr so viel bringen. Aber ich würde dann noch mal immer so ein, ich bin Kriegerkord. Ich mache jetzt alle fertig. Ich werde sie alle umbringen, ja. Windstahlbrustplatte. Warum ziehe ich die eigentlich nicht an? 24. Haben wir da 18, die Helme da. Hätte ich doch vielleicht doch die schweinige Axt nehmen sollen. Denn ein Schild, was ich nicht tragen kann, bringt mir nicht so viel. Na gut. Stufe 20, dann ist das nächste, was ich dann brauche. So, wir gehen zurück in die innere Festung der kleinen Steine. Ich denke mal, nach Vesper kann ich nochmal probieren, den Schwertfels zu meistern. Übrigens ist es mir höchst peinlich, dass wir den nicht geschafft haben im ersten Mal. Lokia Bell irgendwo einsetzen. Ich will jetzt Zokia, Rodgar. Denke mal, Rodgar. Ja, der kann jetzt rausgehen. Ich glaube nämlich, Lokia Bell ist viel stärker als Rodgar. Er sieht aus wie... Ja. Naja, auf jeden Fall ist der, glaube ich, stärker als Rodgar. Allein von der Stufe her. Und er nimmt ein Stachelschild-Panzer. Und eine gute Hose. So schön einheitlich das auch ist. Ja, nimm das. Sieht ganz okay aus, was du hast. Kannst du eigentlich... Nein, der kann es nicht. Das Schwert kann ich tragen, oder? Nein, der kann es nicht tragen. Wir müssen ein bisschen mehr haben. Der Hammer. Wie sieht es mit dem Schilden aus? Ja, nimm das. So. Dann gehen wir mal hier hin. Nach Whisper. Die Depri-Karte. 100% deprimierend. Who is that? Was willst du, sterbliche Kreatur? Bist du hier, um des Meisters Schlaf zu stören? Oder willst du deine lächerlichen Kräfte mit den meinen messen? Du wirst scheitern, so wie andere vor dir. Meine Macht ist unbezwingbar. Du siehst scheiße aus, das ist alles, was du bist. Fall ich von deinem scheiß Aussehen auf die Knie, oder was? Das, ich mag sterblich sein. Aber ich habe mindestens ein Gewissen. Runenkrieger, zu mir! Naja, komm. Stormy, mach dir einfach nur fertig. Wir können nix. Mach's nass hier.
Das ist ein Hinterhalt. Na ja, gut, drei Leute. Bevor ich es vergesse, es ist bald Zeit, das Manuskript der Elfen zu lesen. Ja, bald. In Whisper spielen wir nochmal, ja gut. Oder spielen wir nicht die Elfen? Gottfall nochmal. Dann war es eigentlich schon, ja. So, mit Uta Greifenstein reden wir das nächste Mal. Vorher will ich noch hier den Schatz einsammeln, dann werde ich die Folge beenden. Und dann können wir nächstes Mal mit Uta Greifenstein reden. Ja, das können wir jetzt noch machen. Wir haben noch eine Zeit. So, Uta, was ist los? Tiaras Flamme, ein Mensch. Ihr seid meine Rettung. Was tut ihr hier? Wie konntet ihr hier überleben, mitten im Reich der Untoten? Sie wagten nicht, mich anzurühren. Tiara selbst hat mich gesegnet, auf dass ich meine Rache vollstrecke. Doch dafür benötige ich Hilfe. Welche willst du? Was kann ich tun? Ich bin hier, um meine Rache an Ismael zu vollstrecken. Ich bin der Einzige, der ihn besiegen kann. Okay. Keine Klinge außer der meinen kann ihm etwas anhaben. Doch sie wurde mir von den Untoten gestohlen, mitsamt meiner Rüstung und meinem getreuen Greifen. Bitte bringt mir Schwert und Rüstung und befreit meinen Greif. Er wird seinen Weg alleine zurückfinden. Gut. Von welcher Rache sprecht ihr? Von meiner Rache an Ismael. Um seinem Meister, dem Zirkelmagier Hokan, zu gefallen, ermordete er meine Familie, während ich auf dem Schlachtfeld stand. Ein Hinterhalt! Ich versuchte, sie zu rächen. Doch Ismael verspottete mich nur. Er spielte mit mir. Er tötete meine Freunde, meine Kameraden. Mein Leben wurde zu einer Straße des Todes. Da erhörte Tiara meine wütenden Gebete. Sie sandte mir ihren Segen. So erhielt ich die Stärke, Ismael zu schlagen. Die Untoten können mich nicht schrecken. Tiaras Kraft schützt mich vor ihnen. Doch ich geriet in eine Falle. Es gelang den Untoten, mich zu überlisten. Sie raubten mir Waffen und Rüstung und ließen mich wehrlos zurück. Ja, bis zum nächsten Mal.